bisschen guckt, die Atmosphäre. Wie gesagt, 2-0 hinten gelegen. Das lief irgendwie alles gar nicht, so wie wir uns das vorgestellt hatten. Und irgendwann, ich glaube, da hat Jelena eine ganz wichtige Rolle gespielt. Die kam dann irgendwann rein und da fing es dann an, dass es gut lief. Und dann haben wir das Ding noch gedreht. 2-2, ja, das war echt ein Krimi. Ja, Jelena Wilk würde hier, glaube ich, zur MVP, wenn ich es gut in Erinnerung habe. Und sie war dann echt irgendwie, sie kam rein, hat so viel Energie reingebracht. Das sieht man oft beim Pokal, dass eine Spielerin reinkommt, Überraschungsspielerin, und die das dann dreht. Ich weiß nicht, ich habe halt meine Leidenschaft reingebracht. Ich habe einfach frei aufspielen können. Dadurch, dass ich eben keinen Druck hatte, ich konnte mich einfach nur beweisen, so wie ich das im Training mache. Ich hatte jetzt nicht die Aufgabe, hey, ich bin Stammspieler, ich muss meine Leistung abliefern. Und ich glaube, dieses befreite Aufspielen, das hat so die ganze Mannschaft ein bisschen mitgerissen. Und ja, dann wurde es ja nach und nach besser. Ja, wir konnten gar nicht glauben, was da auf dem Feld passiert. Das war ganz untypisch. Das hatten wir die Saison nie so. Und ich war dann froh, dass ich endlich mal spielen durfte. Ich meine, ich habe in der Saison fast gar nicht gespielt, immer nur einen Aufschlag gemacht. Und es war das erste Mal, dass ich die Chance bekommen habe, wirklich zu spielen. Ja, und wie gesagt, ich habe mir gedacht, hey, go for it. Ich habe nichts zu verlieren. Ich versuche mein Bestes und ja. Es ist ziemlich emotional, ehrlich gesagt. Also, ich habe gar keine Worte dafür. Doch, das war so ein cooles Erlebnis und ich habe es jetzt auch nicht mehr angeschaut länger. Und Wahnsinn, mein Gott. Gewonnen. Ja, einfach, keine Ahnung, alle sind zusammengerannt, alle lagen da und es war einfach so schön, dass es vorbei war und wir das gewonnen hatten. Ja, nee, da habe ich schon noch eine Erinnerung dran. Nach so einem Spiel, wenn der letzte Punkt dann da ist, dann fällt alle Druck von alle Schultern weg und dann ist es nur noch genießen. Und ja, wenn man dann 3-2 so ein Spiel dreht, dann fühlt es natürlich noch extra, extra gut und das war wirklich super. Schöne Erinnerung, absolut. Also 2015 sind wir im Hotel geblieben und haben im Hotel gefeiert. Getränke gingen dann auf den Verein und wir saßen alle zusammen, haben getanzt ein bisschen, getrunken und einfach das genossen. Wobei wir auch echt platt waren von dem Spiel, muss man sagen. Also allzu lange ging die Feier dann nicht. Das ist eine gute Frage. Wir haben in Halle gefeiert und sind erst Montagmorgen, glaube ich, gefahren. Aber vom Feiern weiß ich dann am Ende vielleicht weniger. Ist da noch weniger übrig geblieben.
Niki greift da ein sehr gutes erste Tempo-Ball an. Und wir denken alle, dass der Ball auf dem Boden ist. Unser Publikum jubelt, wir jubeln alle, aber der Ballwechsel geht noch weiter. Und Dresden gewinnt am Ende den Ballwechsel. Das ist halt auch mega ärgerlich, auch für den Kopf ist es dann schwierig. Ah, das ist schwierig, das weiß ich schon. Wir waren da so, so nah dran. Im fünften Satz. Also Dresden hat damals eine sehr gute Mannschaft, sehr ausgeglichen. Wir waren auf jeden Fall sehr stolz, dass wir es bis fünf Sätze geschafft haben und eigentlich ganz gut gespielt haben. Aber am Ende war es natürlich echt traurig. Man kriegt es in die wichtigen Momente mit, weil unser Publikum ist ja immer dabei. Die wissen auch immer, wenn wir die brauchen. Natürlich am Anfang sieht man die alle und wir freuen uns auch riesig, dass die alle dabei sind. Aber wie gesagt, in den wichtigen Momenten stehen die immer hinter uns und das fühlt man, das spürt man tatsächlich. Also es ist schon cool, auch wenn man wirklich dann in die Halle kommt und man sieht so eine blaue Wand und weiß, hey, das sind unsere Unterstützer. Das ist schon ein cooles Gefühl. Ja. Das ist einfach der Sport. Das war ein gutes Spiel, das war auf Augenhöhe und da kann man auch mal verlieren. Klar, das war ein bisschen unglücklich, aber es kann passieren und das ist der Sport. Ja. Ich wusste natürlich, dass es mein letztes Finale ist. Ich wusste, dass ich aufhöre. Und deswegen war es natürlich auch noch speziell, das nochmal mitzunehmen und mit der Mannschaft und nochmal so einen Titel zu gewinnen. Es war anders, weil ja, als der letzte Spielerin gehst du anders in so ein Pokalfinale rein. Das ist definitiv wahr, aber es war trotzdem sehr schön und mit einem Pokaltitel Karriere dann beenden. Auf jeden Fall, nur wenn ich dran denke, kriege ich schon die ganze Haut. Ja. Das war so ein typisches Pokalspiel. Es war natürlich wieder ein komplett anderes Spiel, wo wir 2-0 hinterlagen und wirklich fast hoffnungslos in diesem Finale waren, weil Schwerin viel besser war. Und irgendwie Schwerin es nach zwei Sätzen komplett umgestellt hat und anders Volleyball gespielt hat und wir uns dann immer besser im Spiel kamen. Es war wieder so ein verrücktes Finale.
auf dem Boden liegen, weil ich konnte einfach nicht mehr. Also klar, ich habe versucht, noch wieder aufzustehen, aber wie gesagt, es war auch ein sehr anstrengendes Spiel. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Alle, ja, das waren sehr schwere Finale. Also zum Jubeln war mein Rücken noch gut genug, sehe ich. Aber ich wollte natürlich unbedingt mit dem Titel auch die Karriere abschließen. Und ich habe dann im dritten Satz gespürt, das geht was. Und im vierten Satz noch mehr. Und dann im fünften Satz dachte ich, das ist doch der Wahnsinn. Da haben wir, glaube ich, mit 4 Punkten geführt im fünften Satz, da war es klar. Das habe ich mich echt noch oft im Nachhinein gedacht, wie haben wir das eigentlich geschafft oder wie geht das eigentlich? Das war echt ein ganz, ganz verrückter Finale, ja. Und dann im vierten Satz haben wir gespürt, die sind zu knacken. Wir können die knacken und das ist am Ende passiert. Wir haben einfach weitergemacht, genossen und gemacht, ja, wo wir gut sind. Und es hat geklappt und das war traumhaft, ja. Thank you.